Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bloons Tower Defense 6 zusammen mit dem Paul. Hi. Ja, wie im letzten Video angekündigt, spielen wir jetzt eine fortgeschrittene Map auf schwer. Ah, das wird nicht so nice. Das Ding ist, wieso beginnen wir schon in Runde 3? Bisschen schlecht. Nein. Ja, ich habe die komplette Wasserhälfte hier. Das ist leider eine sehr schlechte Map für mich. Oh. Oh, slacked. Verbinde dein Spiel erneut. Ach so, es hat gerade geleckt. What the fuck? Ja. Oh, meine Sniper muss regeln. Ja, tun sie auch. So, ja, das Blöde, ich habe halt richtig schlechte Hälfte hier erwischt. Und ich muss jetzt hier auf Reichweite gehen. Ach, nice, Alter. Oh Gott! Nice! Hast du Geld? Oh, ich glaube den Snapper. Ach so, ja. Ja, eine Nagelmaschine wäre hier, glaube ich, sehr wichtig. Spar mal auf eine Nagelmaschine, okay? Obwohl, die ist ein bisschen teuer. Ja, mach ich. Erstmal eine Grundlage setzen. Scheiße. Oh nein! Ich habe noch nie eine fortgeschrittene Map auf schwer gespielt. Wir werden so verkacken. Digga, ich kriege aber viel zu wenig Geld. Ja, das ist ja das Ding. Alles ist teurer und man kriegt weniger Geld. Obwohl das ja sonst schon schwierig genug ist. Och, Menno, Leute. Scharfe Schüssel aktiviert. Oh. Wieso laggt es denn jetzt die ganze Zeit? Digga. Hallo, was ist denn das? Ey, wir sind schon 7 gleich. Nee, nicht gleich, aber. Ja, bei Runde 40. Jetzt kommt so ein Stahlding, wir sind ja komplett roasted. Ja, deswegen sage ich ja, Nagelfabrik. Das ist gerade das Wichtigste, was wir haben können. Wie viel Geld hast du? 200. Aber du hast ja noch weniger als ich. Junge, du hast 400, gib die gefälligst aus. Ich dachte schon auf die Nagelfabrik sparen. Okay, mach was du willst, solange es nicht kritisch wird. Solange es nicht kritisch wird! Sorry. Hallo, Friendly. Okay, ich gebe dir mal Geld. Danke. Dafür? Ich gebe dir einfach durchgehend all mein Geld. Was? Oh nein! Oh Gott, wie dämlich. Ja, den holt mein Sniper. Okay, ich habe 500. Okay, haben wir gut geholt. Wie viel hast du? Ja, hier, ich gebe dir nochmal Geld. Du hast jetzt genug. Hol die Nagelfabrik, ja, nice. Perfekt. Je mehr du einen bestimmten Turm einsetzt, umso mehr Upgrades kannst du auf jeden Fall starten. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Wieso geht man am Anfang eines Spiels immer die Grundlagen durch? Boah, Alter, wie. Oh mein Gott, die größeren Haufen kosten einfach 650. Alter Schwede. Das ist echt teuer. Ups. Jetzt muss ich auf meinen Helden sparen, denn der gibt uns ja extra Geld. Den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ist zwar ein bisschen teuer hier in-game. Also wäre nice, wenn du mir Geld geben könntest. Für den Helden. Wie viel brauchst du? So viel, wie du geben kannst. Ja, nice. Gib einfach alles, was du hast. Ich bin nah dran. Oh, das war gerade ein ordentlicher Haufen. Ich bin da dran, 100 noch. Ach du Scheiße, die Bloons! Die Nagelmaschine. Ich schaff meine Nagelfabrik. Oh, ich hab's. Nice, da ist er. Ich flieg auf diesen Mast. Ja. Ach du Scheiße! Oh nein, wir werden so verkacken. Upgrade mal deinen Sniper-Typen ein bisschen mehr. Okay. Ey, das ist auch alles komplett teuer.
Das Ding ist halt, ich hab. Wahrscheinlich, ich hab kein Fitzel Land. Doch, einen ganz kleinen Fitzel, da. Da, perfekt. Das ist einfach nur traurig. Das sieht so erzwungen aus. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz stark. Ich muss sagen, Reißnagelwerfer ist auf jeden Fall stark. Viele Sachen sind in diesem Game viel stärker als im fünften Teil. Alter, die fünfte Stufe bei meinem Helden kostet einfach schon 2000. Holy shit. Nagelfabrik ein bisschen geboostet. Jetzt brauchen wir heißen. Wann kommt der Morb nochmal? Auf welcher Stufe? 40. Okay, gut. Haben wir noch ein bisschen. Oh mein Gott, wie viel durchkommt. Bis zu meiner Nagelfabrik. Warte kurz. Oh. Ich verkaufe ganz kurz den Affen und setze ihn durch einen Magier. Alter. Gib mir mal ein bisschen Geld, ich brauche für heiße Nägel. Oh. Danke. Warte, ich hab's gleich. So, jetzt noch Feuerball. Feuerball könnte richtig OP sein. Es könnte nicht, es ist richtig OP. Ja. Oh Gott. Heiße Nägel. Perfekt. Jetzt sind wir auch gegen Bleibluns geschützt. Wir sind einfach schon Runde 26, scheiße. Und wie lame unsere Verteidigung einfach aussieht eigentlich. Aber echt, ne? Wir haben gerade echt, ich muss U-Boote setzen. Was tue ich die ganze Zeit? Ich setze überhaupt keine U-Boote. Was tue ich? Stimmt, aber du machst die ganze Zeit hier irgendwie Zauberer und sowas, aber einfach kein einziges U-Boot. Ja. Obwohl U-Boote die einzigen Sachen sind, die ich ganz gut setzen könnte. Zwillingskanone. Alter, nice. Alter, mein U-Boot einfach. Ey, das U-Boot ist ja voll stark. Paul, geh auf Kanonen, ja. Okay? Geh auf Kanonen, für den Moab. Für den Moab. Ich wollte jetzt erstmal meine Dinger, die ich schon habe, jetzt und hier. Die sind aber alle nicht gut gegen den Moab. Setz entweder einen Helikopter oder so. Oder halt Kanonen. Dann muss ich eben sparen. Aber jetzt kommen dann doch schon wieder gut an. Das bricht mir gerade das Herz, echt. Feuerball! Okay. Mein Affen-U-Boot rasiert aber gerade. Oh, Tarnbloons. Aber mein Harry Potter kommt dagegen gut an. Und mein Scharfschützengewehr. Und dein Scharfschützengewehr. Aber nur das Gewehr. Ja, wieder nur das Gewehr. Ja. Das andere braucht man nicht. Den Scharfschützen? Nee, das Gewehr ballert einfach von komplett selbst. Er gibt mir auch ein bisschen Geld. Nö. Nö. Yay, ballistische Rakete. Ich glaube, jetzt sind wir gegen den Moab halbwegs geschützt, aber geh trotzdem noch mal auf ein paar. Ja, geh auf die Kanone da. Naja. Alter, wenn ich hier gleich so eine Armee von U-Booten habe, ne? Gleich, das dauert Ewigkeiten, wenn du Boote haben willst. Ja. Digga, dieser Feuerball ist ja komplett stark. Und das U-Boot. Das Ding ist halt, die geht's halt echt 80 Runden, wir haben nicht mal die Hälfte. Und dein Held. Stimmt. Sind das eigentlich Helden oder heißen die anders? Ich glaube, das sind Helden. Aber ich spare es mal auf Schimmer. Und aktiviert. Was bringt Schimmer eigentlich? Das macht Tarnballons zu Warnballons. Auch praktisch. So, in zwei Runden. In der nächsten Runde schon. Wieso ist dein Held jetzt schon auf Stufe 4?
weil er Maschine ist. So. Ich habe genug Geld für einen Helikopter. Hast du genug Geld für einen Helikopter? Ich habe 500 BFS. Nein! Jetzt hast du nicht mehr 500. Doch, hast du. Doch, ich habe noch 500. Du hast doch genug Geld für ein Heli. Ich hab, kann ihn aber noch nicht besetzen, ne? Dein Held hat uns gerade gerettet. Ich sag ja, der Held ist OP. Und jetzt gerade spare ich einfach mal auf den Nekromant der ungeplatzten Armee. Ja. Hey, wir kriegen das einfach gerade hin, ne? Also ich meine, wir werden noch sterben, aber... Nekromant! Aber bisher. Nekromant, geschafft! Und jetzt muss ich mir nur noch eine U-Boot-Armee aufbauen. Na, ist einfach. Und mein Nekromant macht natürlich alles. Das sieht voll süß aus, guck mal, so das große Affen-U-Boot und das kleine Affen-U-Boot sieht so aus, als wäre das das Kind vom großen Affen-U-Boot. Setz mal ein paar Mörsertürme. Warte. Oh. Das Spiel ist getrennt. What the fuck? Ja, so. Ah. Ein Alchemist wäre doch auch mal ganz gut. Oder eine Bananenplantutsche. Eine Bananenplantutsche. Ja, ich spare gerade auf eine Bananenplantutsche. Ich hätte eher auf den Alchemisten gegangen, aber okay. Entschuldigung, dann gehe ich auf den Alchemisten. Nein, nein, ich meine einfach so, weil du für den Bauern Affengeld bezahlen musst. Ach so, nee, ich habe noch voll viele auf Lager. Ach so, du hast noch Bauern auf Lager. Nice. Ballistische Rakete aktiviert. Wohin stelle ich die? Ich glaube hier hin. Ja. Hey, wir handeln das einfach gerade. Stufenaufstieg, Stufe 55. Ein Affe-Wissenspunkt. Ich weiß noch, früher war es was Cooles, weil man da immer noch Sachen freigeschaltet hat. Und deine Bananenplantutsche. Meinst du, irgendjemand spielt die Bananenplantage ohne einen Bauern? Nee. Alter, der Nagel. Deine Nagelfabrik einfach. Alter, ja, dein Nagel. Hallo, dein Nagel. Ja. Oha, Digga. Voll sexy Nagel. Macht mein Zauberaffe überhaupt irgendwas? Ja, schon. Ja, die ganze Zeit hier Nekromanten. Okay, hat mal eben 1000 Leute an einem Stück getötet. Es ist so kacke, ich kann nichts anderes außer U-Booten bauen. Ich habe genug Geld für einen freaking Superaffen, aber ich kann den nirgendwo setzen. Doch, da kannst du den nicht hier auf den hinteren Schiffsteil? Oder? Ich hab'n Floß. Das benutze ich. Zack. Zack, boom, bam. Oh Gott. Alter, mein Held ist einfach der Beste. Zack, boom, bam. Oh Gott. Oh Gott. So. Frage ist, auf was gehe ich? Gehe ich auf das obere? Bin ich Batman oder bin ich Laseraugentyp? Du bist Batman. Oh, kostet viel Geld. Allein das erste Upgrade einfach schon 3200. Ultravision. Ermöglicht Superaffen ein wenig weiter zu schießen und Tarnblut zu sehen. Ja, Tarnblut siehst du ja sowieso schon. Halabik. Ist so einfach so schnell im Werfen. Zrrr. Ultravision. Alter, sieht das sexy aus. Ich weiß. Aber mein Nekromant macht gerade alles für uns. Ich will kein Spaßverderber sein, aber gleich kriegen wir das Große. Ja, safe kriegen wir easy peasy hin. Ich spar mal auf Laseraugen. Kannst du mir Geld geben, bitte? Dann melde ich die Laser auf. Ja, jetzt kann ich. Ah? Jawohl. Zack, boom, bam.
Da sind die Laseraugen. Alter, die sind richtig OP. Hey. Nicht langsamer machen. Alter, deine Plantutschen geben aber auch viel, ne? Mhm. Ich glaube, die bringen sogar... Bringen die mir was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die bringen nur mir was, aber ich gebe dir das Geld. Was ich gerade herausgefunden habe, den Sniper-Affen, den hätte man hier darauf setzen sollen, wo mein Held gerade ist. Weil sonst ist das Ding im Weg. Da oben ist er halt höher. Und hat eine bessere Reichweite. Meinst du, du gehst auf die Mitte oder nach unten? Beim Sniper-Affen. Weiß ich gerade nicht. Muss ich gerade gleich sagen. Kann ich dir gleich sagen? Ja, okay. Ich gehe, glaube ich, lieber auf die Mitte. Oh Gott, ist das teuer. Verfolgung. So, jetzt juckt mich mein Helikopter nicht. Ich gehe auch immer in die Mitte. Nice. Ich habe jetzt auch hier noch ein U-Boot. Ey, wirklich, mein Held ist einfach der geilste. Ja, ich glaube, wir kriegen das hin. Mir fällt gerade auf, ich habe ja auch noch dieses andere Schiff hier und das kann, sobald ich was, irgendwann Geld verdienen. Ja, wenn man auf ganz unten geht. Ey, dieser kleine Pirat da einfach. Ha, ich bin bedrohlich. Ja, stimmt, man kann jetzt ein Handelsschiff machen und dann generiert der Geld. Wie viel Uhr ist es? 21 Uhr. Ein Handelsimperium. Jeez, Dude. Oh, da ist er ja. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Ja. Nice, Alter. Easy. Junge, das könnten wir sogar noch gewinnen. Wir gewinnen gerade eine fortgeschrittene Map auf Schwer, Paul. Ja. Wir sind einfach Pros. Wir haben euch was Falsches versprochen, Leute. Hey, wie easy, die einfach alles unten da weghandeln. So, Handelsschiff. Wie einfach mein Held einfach nur 307 Leute getötet hat. Ja. So richtig wenig und einer 11.000. Zack, boom, bam. Ja, oh, Helder, guck mal. Wie der jetzt aussieht. Mein Pirat. Alter, 31.000 Leute hat der Zauberaffe getötet. Benjamin hat 11.000 generiert. Oh Gott. Oh, da kommt gerade was durch. Scheiße, wir sind tot. Nein! Als ob. Nein. Okay, cool. Nein. Oh Leute, es tut mir so leid. Wir haben euch doch nichts Falsches versprochen. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz allem. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Schaut bei Pauls nicht existentem Kanal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.